Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist halt wieder der liebe Epic. Hallo! Und Epic, wir sind heute mal wieder unter Wasser. Oh, das ist so cool. Wir sind jetzt hier in unserer Unterwasserbase. Und das letzte Mal haben wir den Unterwasserbewohnern in der Unterwasserstadt einen richtig coolen Freizeitpark gebaut. Oh, der war so, so cool. Und da können wir auch immer mal hingehen und den besuchen und ein paar nice, naja, Achterbahnen fahren. Oder sogar das Karussell oder Burger. Wir können uns Burger holen. Oh, das ist so cool. Der Freizeitpark sieht wirklich richtig doll schön aus. Richtig nice. Und warte mal. Ich glaube, ich muss noch ein paar Sauerstoffflaschen von mir auffüllen hier unten. Oh, das ist eine echt gute Idee. Vor allem, ich habe noch so viele Blöcke jetzt im Inventar, die echt mal einsortiert werden müssen. Und vor allem, wir waren jetzt so lange nicht mehr hier in der Unterwasserbase und es hat sich ja auch so viel getan. Wir haben jetzt hier auch zum Beispiel einen Gang zu einer Höhle. Da können wir dann uns immer ein paar Erze holen oder sogar ein bisschen Kohle oder so. Und wir haben hier sogar Lava direkt. Das ist richtig doll nice. Und wir müssen auch unbedingt mal wieder, oh, das ist eine... Das ist einfach eine Wasserrutsche hier. Yay! Aber wir müssen unbedingt auch mal wieder nach unseren Tierchen schauen, Epic. Die haben uns ganz lange nicht mehr gesehen. Das stimmt. Die sind bestimmt ausgebrochen insgesamt. Ja, das sind die halt wirklich. Okay, warte. Ich habe jetzt hier noch ganz viele Blöcke. Hast du vielleicht noch ein Schild oder so? Vielleicht... Hier ist eigentlich... Hier ist alles ganz komisch ansortiert. Was ist denn hier alles drin? Guck mal, diese Kiste. Moment mal. Was ist denn da los? Oh, das ist unser richtig cooler Tauchanzug. Und ja, wir haben noch richtig viele Air Compressors. Oh, das ist sehr cool. Und hier, das ist richtig laut hier drüben. Das ist Krimskrams. Oh, da sind Schienen drin. Okay. Ja, dann mache ich hier ein bisschen Steini hin. So, von Haus von Flipper haben wir hier noch was. Ja, das passt. Okay, ich habe hier auf jeden Fall auch noch einen Airtank dabei und sogar einen Vanilla Milkshake. Guck mal, einen bekommst du. Oh, danke schön, Katja. So nice. Oh, der ist richtig doll gut. Okay, warte mal, Epic. Dann geht's jetzt erstmal ab zu den Tierchen und gucken, was die machen. Vielleicht können wir unser Feld auch mal wieder abfarmen. Ja, da ist ein bisschen was gewachsen. Ich sehe hier ein paar Tomaten. Hey, Leute! Alles klar bei euch? So, warte mal. Hier sieht's fast gut aus. Eigentlich, außer das Schäfchen und ein Schweinchen, haben wir hier alle beisammen. Warte mal, die bekommen wir auch irgendwie wieder zusammen. Wie bekomme ich... Warte mal, Epic. Naja, eigentlich können wir sie nur schieben. Ich habe gar kein Seil mehr. Oh nein, ich habe vielleicht noch ein bisschen Weizen. Vielleicht können wir sie damit locken. Oh, das wäre eine sehr, sehr gute Idee. Okay, warte. Hey, Leute. Hallo. Okay, wir haben hier einen Ausbrecher und noch einen zweiten ganz hinten. Das Schweinchen. Okay, warte mal. So, kleines Schäfchen, bitte wieder zurück, Marsch, Wie Marsch. Oh, schaffen die es denn eigentlich, hier rauszukommen? Schnell rein! Nein! Als ob, schaffst du das? Oh, warte. Da kommt, nein! Das war so knapp. Oh nee, Epic, warte mal. Soll ich mal gucken, ob wir irgendwo eine Leine finden? Ja, warte ja, mal. Okay. Nein! Ich sehe es, ich höre es jetzt schon, die Probleme. Ich gucke ganz kurz mal im Keller, ob wir noch eine Leine haben. Aber ich glaube, ich habe da welche hingelegt. Und schau mal, Epic, Hallöchen. Warte, dann helfe ich dir mal ganz kurz. Wo haben wir denn hier? Ah, so, warte mal. Hier, kommen Sie bitte mit, Herr Schaf. Bitte einmal mitkommen. Warte. Und du machst dann schnell zu, du machst zu. Ja, ja. Komm. Nein, los. Hier lang. Ja, wir haben es geschafft. Ist zu, glaube ich. Oh, ja, okay. Ja, das passt. Oh, sehr, sehr nice. Und ich kann vielleicht von hier drüber springen. Okay, das sollten wir vielleicht auch nochmal ändern. Und das Schweinchen kommt jetzt auch wieder zu seiner Schweinchenfamilie. Und? Warte. Ja, nein. Ja, sehr gut. Sehr gut. Okay, jetzt haben wir hier alle wieder beisammen. Sehr, sehr nice. Und dann können wir hier nochmal ein paar Tomaten abfarmen. So und so. Richtig doll lecker. Und irgendwie die, naja, die Erdbeeren, die gehen irgendwie nicht so richtig wachsen bis jetzt. Oh, das stimmt. Moment mal, die Tomaten pflanze ich hier auch noch ein bisschen nach. So und so und so und so. Und zack. Sehr nice tatsächlich. Moment mal. Die Erdbeerchen, das dauert noch ein bisschen insgesamt, ja, glaube ich. Okay, warte mal, dann hole ich mir hier noch ein paar Samen. So, und zack, 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 zack. Oh, richtig toll, nice. Und Epic, ich habe eine so doll gute Idee. Wir haben ja das Portal nach Atlantis gefunden und ich würde sagen, wir besuchen Atlantis mal wieder. Das letzte Mal waren da ja richtig fiese Gegner und wir haben einen richtig nice Schatz gefunden mit unseren kleinen Tierchen. Aber bis jetzt waren wir gar nicht mehr da. Vielleicht hat sich ja was Neues getan. Oh, das ist eine sehr gute Idee. Und warte mal, nice. Wir können jetzt mit dem Minecart dahin fahren. Yay! Oh, okay, warte. Oh, los geht's, hallo. Ich kann nicht wegcashern. Bitte nicht, ich kann nicht an sein. Nee, kann ich dich gar nicht. Hallo, Epic, willst du meinen Milkshake? Fang. Oh. Hä, ich... Au, 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 au.
Epic, ich glaube, ich habe meinen Milkshake jetzt wegen dir fallen lassen. Oh nee. Och Mann. Okay, warte mal, bist du hier schon? Ja. Hallo. Oh. Hi. Oh. Gatja. Oh nein, was machen wir denn hier? Okay, dann bauen wir die hier wieder ab, können die wieder hier reintun. Und jetzt sind wir hier schon beim Portal nach Atlantis. Es ist so schön geworden. Hier mit den ganzen leuchtenden Korallen. Und ich finde immer noch, der Stein macht so komische Geräusche. Und hier ist das Portal. Bist du bereit, durchzugehen? Oh ja, ab durchs Portal. Auf die Plätze, fertig und los. Oh, wir sind wieder da und Epic. Seit wann sind hier Haie? Und vor allem, oh nee, denkst du, die sind schon wieder fies, als ob hier wieder neue Leute auf Atlantis aufpassen. Leute, die wollen uns angreifen. Leute, Epic, ich hab zwei Herzen, Herzen. Da sind noch mehr Herzen. Nein, ich beschütze dich. Eineinhalb Herzen. Okay, jetzt, ich regeneriere. Oh, was ist das denn? Und hier sind noch mehr. Epic, was denkst du, hat sich irgendwas verändert? Ich bin mir nicht ganz sicher. Vor allem... Hey, war hier eigentlich nichts Besonderes. Und Moment mal, Katja. Was ist das denn da oben? Siehst du das? Das ja. ist einfach ein Diamantwürfel, glaube ich. War das davor schon da? Ich bin mir nicht ganz sicher. Hier ist ja generell viel aus Diamanten. Vielleicht gibt es hier irgendwas Neues und die wollen es beschützen oder so. Warte mal, ich habe da hinten auf jeden Fall noch ein paar Haie gesehen. Hallo. Oh Gott. Die da machen so viel Damage. Das stimmt. Au, Gott. Renn. Renn! Ich halte sie dir vom Leib. Ich muss auch rennen, Ich hab drei Herzen. Okay, warte. Da ist noch eine, Zack! Oh, sehr gut. Und warte mal. Hier sind noch ein Tier. Oh nee! Warte. Der kommt weg. Den habe ich weggeschnetzelt. Oh, ich muss auch wegrennen. Gatter, ich renne nicht. Moment mal, ich komme von der anderen Seite. Ja, warte, ich bringe sie zu dir. Und zack, guck mal, bitteschön. In die Falle gelockt und zack. Sehr gut. Ah, das hast du richtig sehr gut gemacht. Und Atlantis ist ja ansonsten sehr, sehr leer. Das ist richtig doll schade. Okay, warte mal. Wollen wir mal nach da oben gehen? Aber ich weiß gar nicht. Vielleicht sollten wir uns da einfach hingraben. Vielleicht können wir auch irgendwie hochspringen. Das sind noch Haifische, Katja. Haifische? Oh, die sind hier oben. Warte. Oh Gott, pass ja auf, ja? Der kommt runter. Der kommt einfach runter. Was ist das denn hier los? Hey, wollt ihr auch mit runterkommen? Hallo. Oh Gott. Aua. Pass ja auf. Hey Leute, ich komme da ganz sicher nicht hoch. Hallo, ihr werdet weggestetzt von mir. Ihr habt gar keine Chance. Oh Gott. Zwei Stück. Oh Gott. Ja, ich hab ihn. Das war so knapp. Sehr gut. Und warte mal. Wollen wir uns hier durchbuddeln? Na, zum Diamantwürfel? Ja, vielleicht. Warte mal. Ich sag ja mal so, vielleicht haben wir hier noch ein paar Gegner. Wir müssen noch eine Etage höher insgesamt. Oh nein, okay, warte mal, dann gehen wir jetzt noch hier eine Etage höher. Okay, das schaffen wir. Ja, sehr gut. Nice, und warte mal, können wir uns jetzt hier lang graben? Oh, stimmt, warte mal. Hier ist jetzt der diamantene Block und habe ich überhaupt... Ja, das ist eine Iron Pickaxe. Entweder es gibt hier ganz viele neue Diamanten oder da ist irgendwas drinne. Warte. Und? Oh, da ist eine Kiste drinne. Die haben bestimmt wirklich irgendwie beschützt. Das stimmt. Wie cool ist das denn? Wir haben einfach eine richtig coole Kiste in Atlantis gefunden. Und zack. Epic. Meine Spitzhacke ist kaputt. Guck mal, kannst du die zwei noch abbauen? Oh, ja. Guck mal hier. Oh, der letzte. Nice. Und Achtung. Und okay. Zack. Warte mal. Mal gucken, was da drin ist. Und... Epic, hier ist ein Dreizack drin. Das ist Poseidons Dreizack. Schau mal, Epic. Der ist voll groß. Guck mal, wie klein ich dagegen aussehe. Guck mal, bitteschön. Oh, danke. Der ist einfach Diamant. Oh, das ist so cool. Schau dir das mal an. Warte. Ich hab Poseidons Dreizack. Oh nein, aber Epic, ich glaube, den sollten wir eigentlich gar nicht besitzen. Warte mal, darf ich ihn noch mal kurz haben? Ja, bitteschön. Okay, warte. Hallo? Macht der dir Damage? Hey, oh. Katja. Sorry. Ich habe 1,5 Herzen. Oh. Was ist denn hier los insgesamt? Echt? Der ist ja richtig toll stark. Oh, wie cool ist das denn? Epic, nicht, dass ich runterfalle. Ja, bitte ein bisschen Nachsicht haben. Warte mal, da muss das hier weg und ich gehe mich hier mal wieder hochgraben. Epic, wollen wir Poseidons Dreizack behalten? Ja! Oh, nice! Okay, warte mal, dann können wir jetzt wieder nach unten gehen. Oh, wir haben hier einfach in Atlantis Poseidons Dreizack gefunden. Oh nein, denkst du, er hat ihn irgendwie hier vielleicht kurz, abgelegt und will ihn dann wieder haben?
Oh, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte sein, aber der Dreizack ist ja wirklich richtig doll groß und vor allen Dingen, er ist richtig doll stark. Ja, warte mal, zack. Ja, hör auf mit dem Sorry, Quatsch. Ja, mach ich ja. Okay, warte mal. Ja. Kann ich den Dreizack kurz haben? Ja, guck mal, bitteschön. Dankeschön. Jetzt rede ich mit dem Dreizack. Oh, aua, ich habe einfach die Hälfte von meinem Leben verloren, Epic. Der ist so doll stark und Moment mal, wir können wieder zurück. Oh, ja, auf die Plätze, fertig und los. Nice, wir sind wieder hier. Das Portal nach Atlantis ist so cool und wir haben jetzt einfach Poseidons Dreizack. Wir müssen richtig doll damit aufpassen und wir müssen den richtig doll gut verstecken, würde ich sagen. Okay, dann können wir jetzt hier wieder zurückfahren und tschüss. Ich fahre dir hinterher und zack. Das nice. Das ist ja so cool. Und Moment mal. Hallo. Wo wollen wir denn den Dreizack verstecken von Poseidon? Irgendwo am besten unter der Erde. Und Epic, denkst du, hier finde ich wieder meinen Milkshake? Ich bin mir nicht ganz sicher. Das wäre so lecker. Oh. Da ist er. Das ist meiner. Ja. Ach so. Du hast dein Minecraft verloren. Ich weiß, ich renne dem gerade hinterher. Hi. Hallo, ich komme dir näher. Und Hallöchen. Alles für den Milkshake. Alle so. Aussteigen. Das wird hier schön abgebaut. Und das wird hier auch schön abgebaut. Ja, aua. Zack und zack. So, sehr, sehr gut. Vielleicht können wir den irgendwo im Keller verstecken. Vielleicht da irgendwo bei unserem Enchantment-Table. Oder vielleicht irgendwo... in der Höhle? Enchantment Table oder Höhle? Enchantment Table. Sehr, sehr gut. Okay. Hier ist ein bisschen zu offensichtlich. Wo könnte man den hier gut verstecken? Vielleicht können wir hier so eine zweite Tür einbauen, dass man zum Beispiel dann hier noch eine Fallluke hat. Das wäre cool. Oh, das stimmt. Okay, dann mach ich hier mal ganz kurz eine Kiste. Und du kannst vielleicht die Falltür holen. Und warum hast du hier Diamanten hingesetzt? Hey. Oh. Okay, Kiste ist bereit. Dann können wir jetzt nach unten gehen und... Zackeli. Ja, gut. Da mache ich jetzt hier den Dreizack rein. Hallo da unten. Epic. Guck mal. Dankeschön. Hey. Guck mal. Danke. Okay. Dann können wir jetzt hier wieder das hinmachen und vielleicht so ein Massy Cobblestone da drüber. Oh, nice. Epic. Schau mal, wie cool. Wir haben jetzt hier so eine Luke. Die sieht aus wie Massy Cobblestone. Und wir sollten uns vielleicht hier irgendwie. Man kann sich hier so ein bisschen verstecken. Vielleicht können wir. Hilfe! Oh. Oh, ja, hallo. Vielleicht können wir uns... Kommen wir überhaupt hier dran? Noch eine... Nee, wir kommen hier dran. Okay, sonst hätte ich gesagt, wir können uns eine Leiter noch hinbauen. Aber das passt ja ganz gut eigentlich. Oder wollen wir noch eine Leiter hier dran machen? Wir können das eigentlich so lassen. Ich glaube, das ist ganz gut. Okay, dann machen wir das hier wieder zu. Aber das ist ja so nice. Wenn also Poseidon oder irgendjemand anderes aus Atlantis wieder den Dreizack suchen möchte und vielleicht denkt, wir haben den, dann wird er doch niemals drauf kommen, dass hier einfach eine Luke ist und hier einfach der Dreizack von ihm versteckt ist. Und warum ist hier dein Vanilla-Milkshake? Den habe ich dir geschenkt. Ey, ich wollte ihn hier verstecken, dass du mir keiner klaust. Aber... Ich hab ihn dir geschenkt. Epic, das macht man nicht. Hey. Aber so cool, Epic. Oh, das stimmt. Das war so nice. Wir waren einfach in Atlantis und haben den richtig doll coolen Dreizack von Poseidon gefunden. Wie cool ist das denn? Und das müssen wir jetzt hier trotzdem nochmal abbauen insgesamt. Okay. Das kann nicht sein, dass die Diamanten... Das kann nicht sein. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.